bin der Technik interessierte Schüler, dass der die Systeme freien Lauf hatte. Wir haben sie für einen Besuch und wurden gleich zum Vorschlag eines Architekten programmieren. Ne? Von der Medien AG haben uns überlegt, die Buchtipp jetzt auch bei Gönpop TV zu integrieren. Den Anfang macht der Roman Tote Mädchen Lügen nicht von Jay Escher. Hauptperson dieses spannenden Bestsellers ist Clay Jensen, der eines Nachmittags ein Paket in der Größe eines Schuhkartons vor seiner Haustür findet. Was sich darin befindet? 13 Kassetten, von einer vertrauten Stimme besprochen. Die Stimme von Hannah Baker, die somit im Nachhinein versucht, ihren Selbstmord zu begründen. Doch inwiefern ist Clay an der Sache beteiligt? Um das zu erfahren, geht auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Tote Mädchen lügen nicht fesselt mit einer unglaublich mitreißenden Story über Liebe, Freundschaft, Streit und Depression, sowie dessen Auswirkungen auf ein Mädchen der Highschool. Jay Escher ist mit diesem Buch ein toller Roman gelungen. Es ist absolut empfehlenswert, weil es auf die Probleme der heutigen Gesellschaft aufmerksam macht. In der Mensa findet gerade die LAN-Party statt, die die SV organisiert hat. Wir haben ein paar Bilder für euch. Natürlich schon, auch vorhin gerade aus unserem Jahrgang von ein paar Leuten gehört haben, dass sie sich sowas für sowas interessieren. Aber vielleicht muss ich das erstmal rumsprechen, dass überhaupt sowas gemacht wird von der SV. Dann können wir das vielleicht in ein paar Monaten nochmal veranstalten und dann das Ganze vielleicht noch größer werden lassen. Und dadurch wollten wir uns natürlich einfach als SV mal zeigen. Stufe dabei, also noch Leute, die unter 16 sind und die auch eine Einschätzungserklärung mitbringen mussten. Spielen wir solche LAN-Party-Klassiker wie Trackmania und Warcraft 3 wollten wir noch spielen. Und dann hatten wir auch noch T-Worlds, das ist so ein Minigame, das haben wir auch gerade noch gespielt. Ja, dann nach 22 Uhr werden wir hier dann natürlich auch keine Spiele, die ab 18 sind oder so spielen, das ist ja ganz klar. Berater in der Agentur für Arbeit in Papenburg und bin dort zuständig für die Beratung zu Fragen der Studienwahl, Berufswahl für die Sekundarstufe 2. Ich bin Manis Christ, ich arbeite hier bei der AOK in Papenburg und habe heute das Thema Einstellungstests. Ja, mein Name ist Julia Janning, ich komme von der AOK aus Lingen und mein Thema ist heute die Bewerbungsmappe. Ja, wir sind heute hier, um im Grunde so einen Einstieg in das Thema Berufswahl, Studienorientierung zu geben. Und das mache ich mit Herrn Köller zusammen. Herr Köller berät zum Praktikum, das jetzt ja bald ansteht in einem halben Jahr, für den Klasse 10 dann nachher, wir sind sie dann ja. Und ich gebe halt die ersten Einblicke, was machen wir so in der Agentur für Arbeit, wofür sind wir zuständig, was machen wir in der Berufsberatung, wie können wir helfen. Also zum Thema Einstellungstest wird ein Einstellungstest im Echtverfahren geübt und hinterher analysieren wir so ein bisschen, worauf kommt es halt an bei dem Einstellungstest, wie sieht es kleidungsmäßig aus, was ziehe ich an und natürlich eben auch, wie bereite ich mich auf den Einstellungstest vor. Also in meinem Bereich geht es ja um das Thema Bewerbungsmappe und da ist es einfach so, dass viele Dinge ja, einfach gar nicht vorher bekannt waren, auf welche Dinge man in der Bewerbungsmappe achten sollte, wo der Blick von den Arbeitgebern im Bereich des Zeugnisses zum Beispiel hingeht. Und ich denke, für viele Schüler ist es einfach
so dieser Aha-Effekt, den ich heute Vormittag auch schon mitbekommen habe, dass viele sagen, ach, das wird bewertet, das habe ich noch gar nicht gewusst. Jahrgang 12 ein Seminarfach, in dem die Schüler die Möglichkeit hatten, eigene Filme zu drehen. Die Links zu den zwei Filmen Trusting Strangers und CSI Märchenwald sind jetzt eingeblendet. Jay Asher ist mit diesem Roman ein tolles Buch gelungen. War doch gut. Ja, ich meine, es ist absolut empfehlenswert. Ah! Wie geil!